Traumatisches Frauenarzterlebnis bei Daniela Katzenberger. Bei der beliebten Reality-TV-Darstellerin scheint es aktuell eigentlich so richtig rund zu laufen. Sie erfüllt sich in den letzten Wochen zwei Herzenswünsche: größere Brüste und eine natürlichere Haarfarbe. Beide Experimente glücken und machen Dani sehr glücklich. Nun geht die Mama von Sophia Cordalis eine neue Baustelle an: den Besuch beim Frauenarzt. Tatsächlich sucht die Blondine seit 2 Jahren keinen Gynäkologen mehr auf, bis jetzt. 30 direkten Termin gekriegt, bin gerade raus. Es ist alles okay, es ist alles in Ordnung. Ich bin super, super gesund und echt, Leute, es gibt nichts Geileres. Ich bin gerade voll, wirklich so krass erleichtert. Ich saß da in diesem Wartezimmer, ich hatte einen Ruhepuls von 95 oder so. Ich bin gerade wirklich sehr, sehr glücklich. Ich brauche jetzt, glaube ich, einen Sekt. Bei der ärztlichen Visite wird Dani positiv überrascht. Es gibt nämlich einen ganz bestimmten Grund, warum die Gelegenheitssängerin 2 Jahre keine Frauenarztpraxis aufsucht. Sie hat genau in einer solchen Praxis ein nahezu traumatisches Erlebnis. Und zwar war ich da gelegen und ich bin es ja gewohnt, ne? Ich habe nichts und es ist auch nichts. Und meine Untersuchung hat immer irgendwie, keine Ahnung, gefühlt 10 Minuten gedauert und da war auch wieder alles gut. Und dann haben sie mir gesagt, Frau Katzenberger, Sie sind gesund, gehen Sie heim. Die besagte Untersuchung vor ein paar Monaten läuft aber dagegen ganz anders. Vor 2 Jahren lag ich da und der hat meine Brust untersucht mit so einem Ultraschallgerät. Ich lag dann halt so und quatsche übers Wetter. Auf einmal macht er so, oh, da ist was. Ich schwör's, Leute, in dem Moment, ich habe aufgehört zu atmen. Daniela dreht auf dem Stuhl beinahe durch und will umgehend wissen, um welchen Fund es sich handelt. Der Arzt gibt Entwarnung und verrät, dass lediglich eine Zyste zu erkennen sei. Doch von diesem Schock soll sich Daniela erst einmal nicht erholen. Ich bin da raus, ich war wie traumatisiert. Im Nachhinein erfährt die TV-Beauty, dass es sich dabei um nichts Ungewöhnliches handelt. Laut ihrem Mediziner würde dies bei 9 von 20 Frauen vorkommen. Der Schreck sitzt sogar so tief, dass die Frau von Lukas Cordalis 2 Jahre auf eine gynäkologische Kontrolle verzichtet. Jetzt traut sie sich endlich wieder auf den berüchtigten Stuhl und freut sich, kerngesund zu sein. Vorab malt sie sich schon die schlimmsten Szenarien aus. Schäfer, du liegst da und wenn ich hätte gelegen wäre, ich wäre umgefallen. Ich habe auch zu Lukas vorhin gesagt, wenn irgendwas ist, mach dein Handy an, dass der mich abholt. Gott sei Dank kommt es aber zu keinem Einsatz des Katzenpapas. Die kleine Familie kann sich nun voll über Danis Gesundheit freuen.